Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Am dritten Handelstag der Vorweihnachtswoche, da schauen wir natürlich wieder auf interessante Märkte. Heute vorbereitet britisches Pfund, Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken und den französischen Kakeran. Da schauen wir mal auf den Index. Der steht momentan an einer sehr interessanten Stelle. Aus diesem Grund ist er hier mit reingelaufen. Alle, die hier live zuschauen, Ludger, Fernando, schönen guten Morgen. Natürlich einen angenehmen Handelstag. Geht auf Großweihnachten zu. Man merkt das. An der Börse ist ein bisschen weniger los. Gestern war kaum Bewegung zwischen den Eröffnungs- und den Schlusskursen bei den Indizes. Dafür gab es eine Menge Bewegung im Öl. Der ist ganz schön ordentlich wieder in die Knie gegangen. Da hatten wir ja die letzten Tage so eine Seitwärtsbewegung, die sich möglicherweise hätte nach oben auflösen können. Jetzt hat es wieder geknallt, ordentlich nach unten. Gestern hatten wir auch Nachrichten vom Ölmarkt, die ein bisschen schlechter oder deutlich schlechter ausgefallen sind als das Ganze in der Vorwoche. Da wird es spannend, was heute bei den großen Zahlen um den Ölmarkt auch bei rankommt. Bevor wir das Ganze allerdings tun, würde ich noch den Risikohinweis hier vortragen. Das wissen Sie, das ist obligatorisch, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Was wir hier machen, sind reine Informationen und keine Handelsempfehlungen. Dann schauen wir doch in die Marktvorbereitung für heute rein und starten wie immer mit den Nachrichten. Die wichtigsten für heute um 10.30 Uhr gibt es aus Großbritannien den Verbraucherpreisindex. 16 Uhr aus den USA das Thema Verkäufe bestehender Häuser. Die Rohöllagerbestände gibt es dann um 16.30 Uhr und um 20 Uhr, heute ist Tag der FED, da gibt es hier entsprechend gesamt die Informationen. Elena sagt gerade, wir haben keinen Ton auf GoToWebinar, da muss ich gleich mal schauen, was da los ist. Mal gucken, jetzt sollte der Ton da sein. Ich hoffe es zumindest, hat jetzt kurz keine Rückantwort bekommen. Ich check das nochmal ganz kurz ab, kleinen Augenblick bitte. So, schauen wir mal. Ja, jetzt scheint der Ton zu gehen. Heißt also hier an dieser Stelle, ich fange nochmal an. Zumindest mit den wichtigen Dingen hier von der Seite. Kurz nochmal der Risikohinweis, den muss ich jetzt nochmal vorlesen für unsere Zuschauer hier auf GoToWebinar. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Was wir hier sehen, sind Informationen für Sie, die keine Handelsempfehlungen darstellen. Das hier zum Risikohinweis und dann jetzt noch einmal zu den Tagesnachrichten. Was wartet heute auf uns? 10.30 Uhr, wie bereits avisiert, aus Großbritannien der Verbraucherpreisindex, um 16 Uhr aus den USA die Verkäufe bestehender Häuser, Rohöllagerbestände gibt es um 16.30 Uhr und um 20 Uhr dann der stark erwartete FED-Zinsentscheid. Da wird an den Zinsen, vermute ich mal, das geregelt, was auch erwartet wird. Das heißt, ein leichter Anstieg. Wir sehen hier auch die Prognose 0,25 obendrauf. Viel, viel, viel wichtiger ist, was die FED sagt. Das ist die Pressekonferenz hier um 20.30 Uhr. Warum ist das so wichtig? Das sind dann die Projektionen für die Zukunft, weil im letzten Protokoll hatte die FED ja geäußert, dass die Inflation sich am unteren Bereich der Bandbreite entwickelt. Das heißt, eigentlich war der Druck, die Zinsen zu erhöhen, vielleicht nicht gar nicht notwendig. Aber es wurde getan, der Zinsschritt jetzt hier, der wird heute mit hoher Wahrscheinlichkeit auch kommen. Ansonsten sollte er nicht kommen, könnte das ein Signal für die Aktienmärkte sein, dass es der Wirtschaft doch deutlich schlechter geht. Das könnte natürlich sehr, sehr schlecht sein für die wirtschaftliche Entwicklung. Und die FED möchte ja die Zinsen dafür benutzen, auch die Wirtschaft zu stützen. Und das könnte das falsche Signal sein. Aus dem Grund ist es viel, viel wichtiger zu wissen, was sie sagt für das nächste Jahr, wie die Projektionen für das nächste Jahr ausschauen. Da können wir spannend wirklich auf den Markt auch draufschauen. Und dass sich hier da momentan kein Händler aus dem Fenster lehnt, das sehen wir ja auch an den Entwicklungen entsprechend am Aktienmarkt, was wir hier haben. Ansonsten ist der Tag heute ja mit den wichtigsten Dingen bestückt. Bei den zweiten Sachen gibt es nur Zulieferungen sozusagen zu den Hauptteilen obendran. Von der Seite her können wir dann direkt in die Handelsideen für den heutigen Tag auch reinschauen. Das heißt hier natürlich wie immer der Blick in den MetaTrader zusammen mit dem StereoTrader Add-on. Hier sehen wir noch mal ganz kurz den Ölpreis. Können wir mal kurz einen Blick reinwerfen hier, was hier gestern passiert ist. Wir hatten ja hier die letzten Tage hier so die Seitwärtsrange hoch.
naja, in der Stunde konnte man die Verläufe schon schön sehen. Hier unten der Boden war hier drunter. Was hatten wir gehabt? Im Tief lag das Ganze bei 49, bisschen über 49. Aber hier hat es dann gestern richtig gekracht. Hier, wir haben gestern die Marke von 46 Punkten unterschritten. Und damit sehen wir auch mal, wie wichtig solche Projektionen sind. Wenn wir hier nochmal kurz das Ganze etwas kleiner gestalten, wo wir hinlaufen können, dass wir auch wirklich sehen, was sind denn Marken, die die Händler hier in diesem Trend, die Spuren aus den Korrekturen, die hinterlassen worden sind. Und das sind halt häufig Punkte, die angelaufen werden können, wo es dann auch Rückschläge gibt. Nein, nicht Rückschläge, Rückzüge, wieder nach oben in diesem Moment. Hier die Korrekturen in steigende Preise. Aber wir sehen halt, welche Dynamiken hier in diesen Bereichen auch entstehen können. Also, es bleibt weiter ordentlich Bewegung drin. Ich bin mal gespannt, wie die aktuelle Korrektur im Öl sich gestalten wird. Vielleicht sehen wir das dieses Jahr noch. Vielleicht kriegt man da noch den ein oder anderen Handelsinsatz. Wir werden sehen. Auf alle Fälle sollte das Ganze weiter auf der Uhr bleiben und immer schön im Kopf behalten werden. Das heißt, diejenigen, die das gestern auch auf der Uhr hatten, was hier mit dem Ölpreis passiert ist, die konnten natürlich sehr, sehr schön das Ganze auch zum Traden nutzen. Hier hat sich ja gestern, Sie sehen es hier oder ihr seht es hier, ich mache das mal ganz kurz etwas größer, im Öl, da hat sich der entsprechende Markt deutlich nach unten bewegt und das konnte man sehr, sehr schön auch sehen. Das hat sich hier oben bereits angedeutet, dass der Markt hier runter tendiert ist und dann gab es hier dieses ewige Getingel in diesem Bereich und dann gestern hat es gekracht, hier nochmal ein kurzer Rücksetzer und dann kam wirklich der Schub und das kann man, wenn man sowas sieht und direkt dabei ist, kann man das Ganze natürlich sehr schön aus den kleinen Zeiteinheiten heraus zum Trading nutzen. Das ist jetzt nichts, was man als nebenberuflicher Trader nutzen kann, wenn man nicht daneben sitzt, weil man weiß ja nie, wann so ein Schub kommt und wie weit der kommt. Von der Seite her wichtig ist, wenn man im großen Bild ist, dass wir, so wie wir das hier immer machen, das Ganze im großen Bild avisiert, aber in den kleinen Einheiten, in den 5 Minuten kann man solche Schübe schön wirklich auch mitnehmen und das Ganze auf der Uhr behalten. Von der Seite her immer ein guter Trade im Öl möglich, wenn es auf der Watchlist ist. Gut, dann schauen wir mal in die heutigen Handelssignale mit hinein. Wir starten mit dem britischen Pfund Neuseeland-Dollar. Hier wieder auch im Tageschart die Grundanalyse. Jetzt muss ich es kurz raussuchen, britischer Pfund, hier ist er, Neuseeland-Dollar, da haben wir hier den Chart im Tag und da sehen wir etwas, was uns sogar noch etwas weiter zurückblicken lässt, nämlich in die Woche. Bevor wir hier in den Tageschart reingehen, möchte ich mal eben die Verortung des Ganzen mitprüfen, weil wir haben jetzt hier so einen starken Schub nach unten, den sehen wir hier sehr, sehr schön als Trend nach unten auch laufen. Der Ganze ist jetzt tief korrigiert auch gewesen mit diesem Schub, mit diesem Piekser hier oben in die 1,86346 rein und wenn wir uns das Ganze in der Woche anschauen, dann sehen wir hier was sehr Interessantes. Was wir sehen ist, dass der Wochentrend hier, der ist ja hier oben entstanden, das mache ich mal eben grün, damit wir schön in der Trendverortung bleiben. Auch grün ist ja für unsere Aufwärtstrends, das ist die Farbe, die ich hier immer nutze, halt grob gelaufen hier. Ich kreuze das einfach mal kurz durch. Die Schübe, na gut, das muss von hier unten kommen, haben wir hier von unten nach oben schön laufend einen wunderbaren Aufwärtstrend. Und dieser Aufwärtstrend hat sein letztes Korrekturtief natürlich auch hinterlassen. Bitte jetzt nicht wundern, warum, das ist einfach hier hängen geblieben. Das Tief ist normalerweise hier unten in diesem Bereich, der springt manchmal an eine Stelle, wo er gar nicht hin soll. Also wir haben hier in diesem Trendverlauf den letzten Schub nach oben gehabt, zack, hier rüber. Der lief auch trendförmig ab, das ganze Spiel hier, konnte man schön auch Schwünge sehen, wie das Ganze sich entwickelt hat. Und hier unten war der Bereich des letzten Tiefs. Hier hatten wir das Korrekturtief drin in diesem Bereich. Das war sozusagen da die Unterstützung. Jetzt ist es ein Widerstandslevel. Hier lief der drunter. Das heißt, wir haben jetzt auf Wochenbasis einen sehr, sehr starken Schub bekommen, ohne dass die Woche deutlich mal durchgeatmet hat. Also wenn so eine Woche durchatmet, dann sieht das Ganze eher mal so aus, ja, als hier so ein kleiner Piekser innerhalb so einer Kerze. Das ist ein Durchatmen, das hier noch nicht wirklich. Das heißt, da haben wir wirklich gesehen, wir hatten sehr viel Druck von oben nach unten. Und jetzt sehen wir hier unten erstmals hier, das mache ich mal kurz etwas größer, dass wir sehen können, so eine Kerze, die doch deutlich umgekehrt ist. So ein Rebound sozusagen von dem Tief hier unten. Und wenn wir uns das ganze Ding mal im Tageschart anschauen, dann haben wir hier nämlich die interessante Idee, die sich hieraus ergibt, das Ganze näher zu betrachten. Und die liegt in diesem Maße hierin, dass wir diesen Abwärtstrend hier am Laufen haben. Hier ist das letzte Korrekturhoch der Vorbewegung bei 1,86346, das hatte ich bereits gesagt. Da ist der Markt jetzt fast komplett rangelaufen. Und hier ist es jetzt halt interessant, was wird passieren? Wir haben ja die Möglichkeit, oben drüber zu laufen. Auch wenn die Stunde das noch nicht spielt, man muss es im Blick haben, weil wenn hier ein Bruch nach oben kommt, könnte doch durchaus etwas Dynamik reinkommen. Könnte, muss nicht, aber man kann das Ganze auf der Uhr haben fürs kurzfristige Trading. Das heißt, schubst der Markt hier oben drüber, dann geht es
über diese Marke von 1,86,36 und dann haben wir hier relativ nah, Theo, guten Morgen, relativ nah hier den Schub nach oben mit drinnen und da haben wir zwei Tageshochs liegen, die unter Umständen auch noch für relevante Anlaufpunkte sorgen können. Ansonsten, wenn die Schwäche, die sich hier entsprechend abgezeichnet hat, sich fortsetzt, das heißt, das ganze Ding bestätigt wird. Wir sind ja gestern hier schon mal unten drunter gelugt. Das heißt, der Trend der Stunde hat ja schon mal wieder nach unten geschielt. Das gucken wir uns auch gleich mal im Stundentrend entsprechend an. Hier haben wir es laufen. Na, komm her, spring mal hoch. Zack, jetzt haben wir es da. Wunderbar, das wollte ich sehen. Wir haben jetzt hier den Markt im Schwung schon wieder nach unten. Aber, und das ist jetzt wichtig, das ist wieder das Thema Ineinanderfließen der Zeiteinheiten bzw. der Trendgrößen, die wir hier entsprechend sehen. Wir haben jetzt hier auf Tagesbasis diesen Aufwärtstrend. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das letzte Korrekturtief ist hier unten. Das heißt, das hier ist der Bereich, wo der Markt runter muss, damit dieser Trend gebrochen wird. Wir haben hier unten geordnet schon wieder einen Trend, der die Korrektur darstellt, die Korrektur dieses Aufwärtstrends. Das heißt, per sich, wer jetzt sagt, okay, ich handle immer den aktuellen Trend in der Stunde, für den ist das hier jetzt natürlich der Taktgeber. Da ist der Tag aber so ein bisschen egal, da nutzt man nur die Stunde, wenn der Trend der Stunde der Taktgeber ist. Da muss man jetzt abwärts handeln, das ist ganz klar. Also aus den 5 Minuten raus. Nur mit Bezug auf den Tag ist das hier momentan noch der Taktgeber, die Aufwärtsschub, und der ist jetzt in Korrektur. Erst wenn wir hier unten drunter laufen, ist dieser Aufwärtstrend erledigt. Ja? Und das ist der Punkt, da liegen wir halt, wenn wir das mal mit Blick in den Tageschart machen, da liegen wir halt hier unten. Und das ist wichtig, da muss der Markt runterschieben. Dieses Signal muss kommen, dann haben wir es eindeutig, dass der Markt wieder runter will. Zumindest ist dann das eindeutige Signal an dieser Stelle da. Also es kommt immer darauf an, hier wieder einen Markt zu finden, der einen Spannungsbereich hat. Und wie schon gesagt, hier kann es in beide Richtungen gehen. Wer nur das hier nimmt, ist der Taktgeber momentan abwärts gerichtet. Aber hier kann es auch relativ fix nach oben gehen. Hier könnte sich sogar noch ein untergeordneter Trend bilden. Und das sage ich jetzt mit Absicht mal so, diese vielen Trendmischungen, die es gibt. Es ist extrem wichtig, dass Sie sich entscheiden, welchen Trend Sie handeln, also was Ihr Taktgeber ist, und den traden Sie dann bitte. Und in Bezug, wie schon gesagt, auf den Tageschart haben wir die Situation hier so, dass wir den abwärtsgerichteten Markt haben. Der ist tief korrigiert. Wenn die Abwärtsbewegung weitergeht, dann ist eher das Szenario zu spielen, runter den Markt nach unten treten. Ziel dann erst einmal hier, wenn sich dieser Trend fortsetzt, wenn eine Trendfortsetzung kommt, läuft sie ja hier an dieser Stelle unter dieses Tief drunter. Das heißt, hier wird er erstmal bei Fortsetzung unter bzw. an die 1,81255 ranlaufen. Und wenn wir uns das Ganze dann nochmal auf der Wochenbasis anschauen, wenn wir hier unten drunter laufen unter dieser Marke, dann haben wir hier halt, wenn wir das Ganze uns mal anschauen, hier die nächsten Schwünge nach unten, da haben wir schon die 1,80282 noch als Anlaufpunkt und dann hier das nächste in diesem Bereich bei 1,79137. Also da sind auch ein paar Marken aus älteren Trendverläufen mit im Chart, die durchaus interessant sein könnten für die Bewegungen weiter nach unten hin. Das bleibt spannend hier, wie sich das Ganze auch auflöst. Blicken wir dann in die nächste Währung, und zwar Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken, habe ich jetzt hier vorbereitet. Ist heute ein bisschen Neuseeland-Dollar-lastig, das passiert manchmal, wenn die Signale halt kommen. Das suche ich mir ja nicht aus, das zeigt mir ja der Markt. Von der Seite her schauen wir einfach mal jetzt wieder ein Stück weit Neuseeland-Dollar, aber in einer anderen Währungskoppelung, heißt hier entsprechend im aktuellen Aufwärtstrend des Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken. Hier auch wunderbar, was hier passiert ist. Wir haben hier einen schönen Aufwärtstrend, der tief korrigiert ist. Wir haben hier unten das Korrekturtief. Hier unten ist das letzte Tief der vorangegangenen Korrektur. Das ist bei 0,67291. Und wir sehen hier wirklich auch auf Tagesbasis sehr schön diesen Trend, wie er sich nach unten entwickelt. Und wir sehen das Ganze, deswegen habe ich das Magenta auch eingezeichnet. Das ist mal so der große Trendverlauf der Stunde. Hier oben diese Marke von 0,68428 ist ein wichtiger Punkt. Der wichtige Punkt sagt uns hier an dieser Stelle nämlich, wenn es hier drüber geht, ist das definitiv erst einmal das Ende der Korrektur. Also wir sehen hier wieder auch hohe Schwankungsbreiten in diesem Markt, hohes Potenzial nach oben, was man aus der Stunde heraus sehr schön nutzen kann. Und wir sehen hier oben, habe ich das ja auch eingezeichnet, aus dem Trendverlauf der Stunde, die hier abwärts gerichtet ist, sehen wir schön den Markt nach oben laufen und dann können wir hier das Ganze auch als Anhaltspunkte nehmen. Setzt sich das Ganze nach oben fort mit Blick auf die Chart-Historie hier im Tageschart, dann haben wir natürlich erst einmal hier das Trend hoch zum Anlaufen und dann entsprechend hier oben dieses Chart hoch um die Marke von 0,69730. Ja, das kommt hier
aus dem Chartverlauf. Darüber ist noch nicht Schluss. Das heißt, das Ganze, was hier läuft, kann sich unter Umständen, wenn das so positiv hier im Sinne dieses Trends weitergeht, auch noch in die weiteren Marken oben reinlaufen. Das ist noch Zukunftsmusik. Erst einmal müssen wir den Start nach oben sehen. Und da haben wir hier halt die schöne Situation. Wir sind relativ nah herangelaufen, also hier unten, und haben viel Fleisch am Knochen dran, was nach oben verdienbar ist. Und weil ich das Ganze hier schon schön in der Stunde eingezeichnet habe, Remo, Sascha, einen schönen guten Morgen, können wir das Ganze hier auch sehr schön gleich mal in der Stunde uns auch noch mit anschauen, wo wir die Trendverläufe nämlich auch sehen. Und hier sehen wir sehr, sehr schön, dass der Abwärtstrend der Stunde mittlerweile gebrochen ist durch diesen starken Schub nach oben. Jetzt gibt es auf Stundenbasis noch keinen neuen Aufwärtstrend. Das ist hier zu beachten. Aber wenn der sich bildet, dann haben wir halt die Situation gebrochener Abwärtstrend, bestätigtes Umkehrmuster hier im Stundenchart, beziehungsweise das Ganze auf Tagesbasis auch bestätigt und dann das Ganze hier weiter nach oben laufend. Hier haben wir in der Stunde noch einen Anlaufpunkt im Stundentrend, dann haben wir hier das Hoch, was wir auch sehr, sehr schön im Tageschart auch sehen können. Das heißt, das wäre dann dieser Bereich hier um die Marke und dann können wir in den vergangenen Zeitraum der Stunde auch mal noch reinschauen. Da gucken wir hier mal noch etwas kleiner gezoomt und dann sehen wir halt, wenn es hier drüber gegangen ist, ja, dann haben wir halt hier Anlaufpunkte relativ knapp oben drüber. Hier ein Punkt, hier ist eine Marke, da sind Marken. Also alles sehr, sehr interessant, wo wir die Frage auch beantworten können, wer kommt denn nach uns ins Spiel? Das heißt hier, wer kauft nach uns? Und das sollten wir uns als Händler hier an dieser Stelle definitiv nicht entgehen lassen, wenn wir sowas Interessantes auch angezeigt bekommen. Wie schon gesagt, wenn es wieder weiter nach unten geht, das heißt, das positive Setup nicht gespielt wird, dann steht erneut der Test dieses Tiefs hier an. Und das ist dann halt ein Raum, wo man auch sagen kann, okay, da hat man die Chance und das Risiko an gleicher Stelle hier unten. Das heißt, die Chance hier unten ist am größten nach oben zu laufen. Das Risiko des Bruchs natürlich auch am höchsten, aber man kann sich an diesen Stellen auch extrem eng absichern oder wenn ein Schub nach unten kommt, diesen ersten Schub erstmal abwarten, die Korrektur und wenn sich das Ganze dann fortsetzt, dann hat man natürlich nach unten viel Potenzial. Also diese Drehpunkte sind wichtig, da sind wir noch ein Stückchen von entfernt. Das muss man erstmal sehen, wie es kommt. Momentan geht der Markt eher in die Oberrichtung rein, beziehungsweise hat das gestern getan. Aktuell läuft er auch schon wieder ein Stück weit nach oben. Also es sieht momentan hier eher so aus, als würde der Markt nach oben wollen und die tiefe Korrektur einfach dazu nutzen, hier nach oben reinzulaufen. Aber auch da müssen wir einfach abwarten. Und beim Thema Abwarten kommen wir gleich zum nächsten Index, den Cacaron, den französischen Aktienindex. Ich hoffe, ich spreche das gleich richtig aus. Wenn wir Franzosen hier unter uns haben oder eine Französin, kann man gleich mal eine Info kriegen, ob das richtig gesprochen wurde. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken uns das Ganze hier an. Kürzel hier im MetaTrader ist das France 4.0. Das ist, was wir hier haben. Und da sehen wir hier sehr schön den Trendverlauf. Und da sehen wir aktuell etwas, was sehr, sehr häufig an solchen Unterstützungen geschieht, nämlich, dass wir erst einmal einen kleinen Kursabpraller nach oben hinkriegen. Also hier an dieser Stelle ist auch wieder ein sehr, sehr schöner Staubereich. Da hatten wir das Korrekturtief, hier unten die Marke um 4740, das Korrekturtief hier, beziehungsweise nicht das Korrekturtief, Entschuldigung, das Trendtief. Wir haben ja hier die Trend, die Korrektur, das Korrekturhoch war hier oben bei der Marke von 4937. Hier unten haben wir den Tiefbereich, aktuelles Tief bei 4730, also hier dieser Staubereich um die 4740, 50, 30 in diesem Bereich. Das ist der Bereich, wo es hier auch nach oben ging. Hier waren wir auch schon mal angelaufen. Richtig runter wollte er nicht, da kam die Korrektur. Jetzt stehen wir hier unten. Was kann hier unten passieren? Durchatmen. Anlaufen der Tageshochs. Ne? Wir haben ja hier das Tageshoch von gestern liegen, um die, 4805 Punkte und dann haben wir hier noch die Vortageshochs auch liegen. Das sieht man hier auch sehr schön hier bei 4800 und 71 und hier eins drüber bei 4884, 85 in etwa. Da haben wir schöne Anlaufpunkte, die auch gar nicht so weit weg sind, die wir hier sozusagen Stück für Stück von dieser Marke hier unten auch erreichen können. Ne? Das heißt, das ist alles gut in greifbarer Nähe, was hier kommen kann, wenn wir uns teilweise Kerzen angucken, Tageskerzen, wo es auch nach oben ging, da ist die Schwankungsbreite schon da, dass sowas kommen kann, vorausgesetzt der Abprall wird definitiv vom Markt gespielt. Wird er nicht gespielt und wir sehen hier neue Tiefs, dann müssen wir auch etwas weiter in die Historie hineinschauen, das mache ich mal kurz etwas kleiner, da kommen wir nämlich schon hier hinten in diesen Bereich rein, als der Markt in 2016 hier sich aufgemacht hat in neue Höhen, diesen schönen, wahnsinnigen Schub nach oben gestartet hat, da kam ja einiges bis zum Hoch hinein, zwar auch unter großen Schwankungsbreiten, aber es war doch eine deutliche Kurssteigerung
von guten 1000 Punkten hier im französischen Index und hier haben wir die 4600 als Support liegen. Das heißt, wenn das Ganze bricht, ist durchaus auch das Potenzial da, hier unten entsprechend mit in den Markt hineinzulegen. Und das ist durchaus drinnen, wenn wir mal sehen, wie der Markt sich verhält. Ja, wir können hier sehen, Parallelen zu den Vorfeldern hier im letzten Bereich dieses Trends, da gehe ich nochmal kurz etwas näher ran, hat man ja genau das gleiche Spiel, wie wir jetzt haben. Wir sind hier unten reingelaufen in den Bereich des Tiefs und dann kam erst nochmal ein Abpraller, der auch deutlich hochgelaufen ist. Wie schon, wenn der Markt das ja auch spielt, ist das Potenzial da, dass wir hier oben reinlaufen. Kommt direkt Schwäche rein, wie wir es hier gesehen haben, dann ist der Weg nach unten erstmal gezeichnet. Hier, wie schon gesagt, die Marke von 4600 Punkten. Das also hier im französischen Tageschart. Wenn wir uns das Ganze in der Stunde mal anschauen, dann sehen wir das auch sehr, sehr schön hier den Schub nach unten sehr gut ersichtlich. Hier immer mal so ein Lupfer oben drüber, technisch, aber der Markt nutzt diese Bereiche immer wieder zum Abverkauf, das heißt die Höhen werden immer wieder zum Abverkauf genutzt, das ist etwas, was wir hier sehen und das ist die Tendenz aktuell, wie schon gesagt, wenn der Markt Stärke reinkriegt und hier oben drüber läuft, dann ist es gegeben, dass wir möglicherweise auch ein Stück weit höher laufen in die Tageshochs, die wir da haben, ansonsten Fortsetzung dieses Abwärtstrends und da wissen wir als Händler, was zu tun ist, die Handelssignale auf der Shortseite sozusagen reingehen. So, Fernando schreibt, ich solle doch mal aufs Gold gucken. Das mache ich natürlich gerne, ja? Zumal das Gold momentan das macht, was wir uns auch wünschen. Ich hatte ja vor ein paar Tagen ein schönes Gold-Setup hier besprochen und da sehen wir aktuell, dass Gold auch genau das macht, was wir uns dort vom Markt gewünscht haben, also auch das Verhalten an den Tag legen, wie wir das im Sinne eines Trends auch erwarten können. Hier der Goldpreis, übrigens kurz der Silberpreis, macht genau das Gleiche. Wir hatten ja vor kurzem das Silber-Setup, da sind wir schon in die ersten Marken reingelaufen, die wir gesehen hatten. Jetzt geht er wieder mit dem Gold nach oben, also auch im Silber kann man das sehr, sehr schön sehen, dass hier ein Gleichlauf zum Gold ist. Immer etwas verzögert, immer in etwas anderer Form, aber Silber macht genau das Gleiche mit von der Richtung her wie der Goldpreis. Und das kann man sehr, sehr schön zum Traden entsprechend nutzen. So, jetzt gucken wir uns mal den Goldpreis an und hier sehen wir wirklich hervorragend, wie das Ganze funktioniert. Schöner Aufwärtstrend aus der Korrektur unten rausgekommen. Das konnten wir auch sehen. Da kann ich das gleich mal kurz zeigen. Sowas sehen wir ja nicht immer, wenn man das live betreuen kann. Aber hier unten kam das Umkehrsignal. Wir hatten das ja besprochen. Hier war dieser Staubereich um die 1234 Dollar. Und wenn wir uns das ganze Ding jetzt mal in der Stunde auch anschauen, dann haben wir hier unten die Umkehr gesehen. Wie sieht so eine Umkehr aus? Das habe ich ja schon oft genug gesagt. Hier war so das letzte Abwärtsschwüngchen hier nach unten, so in Schwungbereichen auch. Und hier kam es dann so, dass der letzte Schwung mit Schmackes rausgenommen wurde, hier über das Hoch drüber. Dann kam es zur Korrektur, ja, und dann, da kann man echt cool bleiben und die Trendbildung abwarten. Ja, wenn sowas kommt, ich merke das immer wieder, da kommt so große, starke Kerzen und dann wächst in einem immer wieder dieser Wunsch, Mensch, jetzt muss ich doch dabei sein, komm ab, rein mit Schmackes, der zieht so durch, der läuft jetzt hoch, der geht hier ab auf die nächsten Hochs. Nee, ich bleib da ruhig und das empfehle ich auch hier jedem. Erstmal cool, warten, das war erst einmal das erste Zeichen und dann abwarten, was der Markt macht. Und wenn das ganze Ding dann bestätigt wird, wunderbar, dann kann man reingehen, das ist Umkehrsignal par excellence und ja sehen wir, wie schön das Ganze bestätigt wird und wie schön der Goldpreis sich hier mittlerweile auch anders hält. Hier, Trendentstehung, hier haben wir markante Punkte im Stundentrend, alle schön abgefrühstückt und jetzt stehen wir hier oben an diesem Hoch bei 1250. Das ist interessant, was ist interessant, wir gucken hier rein, hier setzt sich entsprechend, hier haben wir den untergeordneten Aufwärtstrend, der lief hier hoch. Hier haben wir den übergeordneten Aufwärtstrend, der setzt sich jetzt weiter fort. Das heißt, der Bewegungstrend, den wir hier sehen, läuft weiter. Wenn hier die Marken weiter auch nach oben laufen, wenn der Markt weiter bullisch sozusagen agiert, dann sehen wir hier ein paar Tageshochs noch anlaufen. Wie schon gesagt, alte Tageshochs, die müssen nicht immer so zwangsweise relevant sein, gerade für das kurzfristige Trading, weil welcher Daytrader hat denn aus dieser Sache hier drüben noch seine Positionen im Markt liegen? Also von der Relevanz her sind die schon beachtenswert, aber nicht so beachtenswert wie kurzfristige Tagesdinge, wo die kurzfristigen Händler auch noch aktiv sind. Aber nichtsdestotrotz, es sind halt Marken, wo wir durchlaufen können, die eine gewisse Relevanz auch haben und hier als nächstes dann auf diesem hier Schub nach unten der nächste sehr relevante Markt oder die sehr relevante Marke wäre dann hier oben die 1265 Dollar, immer vorausgesetzt, dieser Aufwärtstrend setzt sich weiter nach oben hin fort. Das also hier in den Goldchart, hoffe Fernando, das passt.
Jetzt kriege ich noch eine Frage. Oh, heute. Fernando Chopin, sehr gut gemacht. Und wen haben wir hier? Was macht der Euro-Dollar? Der gammelt rum, sage ich mal so. Also, das ist für mich, ich habe ja hier im Euro-Dollar auch eine mittelfristige Position, oder das ist mittlerweile schon eine ziemlich lange Position, die ich hin und wieder mal aufstocke oder runterfahre. Wir gucken uns den Euro-Dollar mal ganz kurz an. Der ist momentan in der Lage, die aus meiner Warte heraus eher exponiert ist, dass der Markt nach unten geht und für das kurzfristige Trading auch immer interessante Schübe gibt. Wir sehen das ja hier an dieser Stelle auch. Wir sehen immer wieder, wenn wir solche Marken wie hier unten haben, ich gehe da mal ganz kurz rein, wir haben hier im Trendverlauf, wie schon gesagt, der Trendverlauf ist weiterhin nach unten gerichtet. Wir sehen jetzt hier von der Art und Weise, was sich hier auch ergibt, die Situation hier eines solchen Dreiecks, und Dreiecke haben ja immer gewisse Relevanzen sozusagen, die man haben kann. Also man kann diese Trendlinie auch zeichnen, man kann auch sagen, hier unten ist ein Boden drin, wie auch immer. Es spielt eigentlich nicht wirklich zu 100% eine Rolle, ob man jetzt hier den Boden sieht oder ob man aus dem längeren Bereich ein Dreieck macht. Viel, viel wichtiger ist es, dass wir dieses Verhalten richtig einschätzen und dass wir einfach sehen, wo kommt der Druck von oben her. Und dann kommt es auch auf den Handelshorizont drauf an, den man entsprechend hat. Und das ist jetzt wichtig. Das heißt, wer hier im ganz kurzfristigen Bereich agiert, der kann sich solche Marken hier schon raussuchen. Hier unten, da hatten wir ein Support-Level und da ist der Markt halt hier abgeprallt und nach oben geschoben. Hier wieder abgeprallt und nach oben geschoben. Das heißt, in den kleinen Zeiteinheiten, da guckt man dann teilweise sogar noch entsprechend unten drunter rein, in die 5 Minuten oder die 15 Minuten beispielsweise. Man sieht halt diesen Schub nach oben, und wenn man das Ganze mal ins Gesamtbild setzt hier, man hat halt hier in der Stunde wieder diesen Abwärtstrend, und dieser Abwärtstrend ist jetzt erst einmal oben rausgenommen worden. Das heißt, hier ist jetzt kurzfristig schon das Potenzial da, dass wir noch ein Stück weiter steigen, aber wir haben halt hier einen sehr, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen politisch, aber einen sehr zentralbankgetriebenen Markt auch, und je nachdem, was die Fed heute sagt, kann sich dieser Markt schon wieder komplett umkehren. Also hier an dieser Stelle beim Euro-US-Dollar sage ich auch immer, wenn man sich schöne exponierte Punkte raussucht, kann man sehr, sehr schön traden, das Ganze ranzunehmen. Jetzt hier an dieser Stelle stehen wir, wie schon gesagt, mittlerweile weiter in der Bewegung. Da macht es natürlich Sinn zu sagen, wer kauft jetzt noch nach mir. Da haben wir hier oben noch einen Punkt, wenn der Markt weiterläuft hier um diesen Bereich. Wo es haben wir hier oben? Müssen wir mal kurz gucken, wo das Hoch hier gewesen ist. Das war bei 1,14427 war das Tageshoch hier, beziehungsweise das Stundenhoch an dieser Stelle. Das ist interessant, das ist eine Marke, da könnte der durchaus noch ranlaufen. Gilt das Ding hier drüben als Widerstand, weil wir hier halt abwärtsgerichteten Markt haben, könnte es momentan auch sein, dass hier oben einfach der Deckel drauf ist. Das heißt, ich ziehe die Linie einfach auch mal hier oben drauf. Das ist ja ein Bereich, den haben wir schon auch hier getestet. Hier war es ein Deckel, hier ist es ein Deckel. Hier unten haben wir so den Schwungbereich. Das heißt, dieses Hin- und Herschwingen zwischen diesem Top und diesem Boden hier unten, diesem Bottom, das ist jetzt da. Wir sind mitten auf dem Weg dorthin. Wer mag, kann hier gerne den Trend auch noch traden, vielleicht auch aus der Korrektur heraus sinnvollerweise. Muss man einfach schauen. Wie schon gesagt, der nächste Deckel ist hier oben. Fliegt der weg? Nächster Punkt hier drüben. Also interessant ist das Ganze entsprechend schon. Wichtig, bitte immer auf den eigenen Handelshorizont raussetzen, weil es ist einfach schwierig zu sagen, wenn ich jetzt aus den 5 Minuten heraus trade und sagen will, 5 Minuten, gut, wo sind denn ordentliche Kursziele? Und dann suche ich mir Kursziele im Tag, die vielleicht hier oder hier liegen. Das ist ein bisschen ungünstig. Das hat dann was mit Glück zu tun, weil wir sind von oben her immer noch abwärtsgerichtet, und die Kleinzeiteinheiten sollten auch die Ziele entsprechend vom Zeithorizont finden. Und wenn man seine Ziele entsprechend hier sucht, im Tageschart, ist das häufig viel, viel, viel zu weit weg. Das heißt, das Ganze immer schön in den eigenen Ansatz bringen. Und hier, wie schon gesagt, aktuell, wir sehen es auch im Tageschart, wir haben hier eine Range im Tageschart, und diese Range ist momentan einfach da. Von oben wurde immer wieder abverkauft, von unten hat es gehalten. Wir warten mal ab, was passiert. Interessant finde ich das Ganze immer, exponierte Lagen rauszusuchen, also von oben nach unten, von unten nach oben, wenn der Abpraller kommt. Damit zum Euro-Dollar. Ich hoffe, der Einblick hat hier auch ein bisschen für Klarheit gesorgt. Gut, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die Zeit hier heute im Webinar. Morgen geht's weiter und damit würde ich sagen, allen gute Trades und bis morgen. Tschüss, euer oder ihr Mike Seidel.